Das war keine 9mm Pistole oder was ihr vielleicht denkt. Nein, das ist die neue Supersonic MP7 Rev mit 9 Schuss Magazin und Originalbolzen mit speziellen Jagdspitzen drauf. Und die gehen da durch wie Butter. Super Sache. Da gehen wir mal hinterher, aber zurück zum Anfang. Ich muss noch ein bisschen mich beruhigen. Eine super Sache. Also das besprechen wir jetzt erstmal. Bis gleich. 349 Feet per Second. Ja, und dann wollen wir auch mal gucken, was das denn an Durchschlag bedeutet. Dafür nehmen wir wieder unseren Laptop. Nochmal zum Vergleich. Hier war einmal die Stinger mit einem Jagdbolzen. 60 Pfund. Dann hatten wir hier die Rev. Einmal mit kurzen, in Edderbolzen und einmal mit den durchschlagenden Bolzen der German Jäger. Und das war zum Vergleich einmal die Siege 300. So, das probieren wir noch heute auch mal aus. Und zwar einmal mit den originalen Jagdspitzen, die es so gibt für die Rev. Und natürlich mit den besseren 3 cm breiten und doppelt so viel Schaden machenden gewechselten Spitzen. Dann probieren wir das mal aus. Erstmal die normale. So. Gucken, wie weit wir damit kommen. Achtung. Und das war schon nicht schlecht. Komplett durch. Hier wurde aufgehalten vom Stein. Komplett durch. Das heißt, diese hier mit ihren 52 Joule und ihren dünnen Jagdspitzen. Und an der Spitze ist nichts dran. Ist ein bisschen Dreck dran. Lass uns sauber machen. Da ist nichts dran. Ein bisschen Dreck. Die ging da durch wie nix, weil sie eben sehr dünn ist. Das heißt, eine sehr, sehr tiefe Penetration. Selbst durch diesen hier geht sie komplett durch. Wird nicht aufgehalten, wie zum Beispiel hier. Die älteren, hier mit den super tollen German Jägern Spitzen. Aber weil die eben sehr breit sind und dafür der Schaft der Edder ja auch sehr dick ist, wird natürlich schneller gestoppt. Diese hier sind so dünn. Die gehen da durch wie nix. Also volle Trefferwirkung. Nicht schlecht. Jetzt probieren wir mal den nächsten. Auch sehr dünn, aber eben mit der doppelt so breiten Spitze. So, Achtung. Andere Zeit. Gut. Und das gleiche Ergebnis. So, den finde ich gar nicht mehr wieder. Also, den finde ich jetzt überhaupt nicht wieder. Der ging satt durch. Satt durch. Und gar nichts hat den aufgehalten. Hier sieht er das Loch nochmal von dem Originalbolzen. Schon sehr gut. Das sind die Federn, die noch hier drin steckt. So, und hier das doppelt so breite Loch, also Schlitz, ja, von den anderen Jagdspitzen, den Sherrows. Die kosten nur 2 Euro das Stück. Die sind super scharf. Und man kann sie wunderbar auch eben auf die dünnen Bolzen nutzen. Und hat dann einen sehr viel höheren Durchschlag. Bei gleicher 3 cm Schnittwirkung wie diese hier. Jetzt überlegt mal, das hier ist die Siege gewesen mit 73 Joule. Das hier ist die Edder
Rev mit Edderbolzen, die kam so gerade eben durch mit 3 cm German Jäger. Weil eben der dicke Schaft alles aufhält. Beim Handy. Bei Fleisch sieht es doch wieder anders aus. Aber das ist ja ein sehr starkes Glas mit Aluminiumgehäuse und sowas alles. Also das stoppt dann sehr gut. Ihr habt gesehen, die 52 Joule, die viermal so stark sind wie die Stinger, diese hier gehen durch wie Butter, braucht man gar nichts für machen. Und wenn man noch doppelt so viel Wirkung haben will, macht man sich noch die breiteren Jagdspitzen drauf, entweder diese oder die anderen. Und durch die dünnen Schäfte, und weil die eben so schlank sind, ja, wird auch nicht viel aufgehalten, die gehen da komplett durch. Das heißt, man braucht dann gar keine große Schockwirkung, dass man jetzt irgendwie einen Schlag davon abkriegt, wobei das immer noch dabei ist, weil 50 Joule ist wie Mac Tyson, haut die einen runter. Braucht man aber gar nicht, weil die Trefferwirkung komplett schon da ist. Die geht einfach durch. Schafft keine Stinger, Interceptor oder sonst was. Die Siege schafft das. Aber selbst die Siege, ja, hängt hier fest. Die kommt nicht durch. Diese, kein Problem. Hauen durch und dann die anderen eben auch, weil sie eben so dünn sind. Also da braucht man in dem Fall nicht mehr drüber reden, was Durchschlag und Gefährlichkeit und Effizienz der neuen Supersonic Rev mit gelifteter Sehne, aber eben original Supersonic Bolzen zu tun hat. Ist wesentlich noch stärker als die mit den Adder Bolzen und hat noch 3 Schuss mehr, weil 9 Schuss im Gegensatz zu 6 oder 7, ja, sind eben ein paar mehr. Ja, und als Fazit, da muss man festhalten, also die neue Supersonic Rev mit ihren sehr dünnen Originalbolzen, aber eben mit besonderen Spitzen drauf, also Jagdspitzen und dann eben auch am besten die Breiten, da geht nichts drüber. Das ist ja besser wie die Siege und ja, in diesem kleinen kompakten Dingen, ne? Also ich bin baff, das finde ich eine super Sache, ja, und die gibt es eben dann auch weiterhin zu kaufen, jetzt zwar noch mit 9 Schuss Magazin, noch mehr Kapazität, wobei man auch sagen muss, dass die Dinger ja bald schon gar keine Stoppwirkung mehr brauchen, sondern bald sofort, ja, das finale Ende einleiten. Und deswegen brauchen wir auch gar nicht mal so viel Bolzen im Magazin. Selbst wenn man jetzt hier einen Doppelstock mit allem drum und dran machen würde, was die Präzision auch wieder behindert und so weiter, braucht man gar nicht, weil 9 Bolzen, die 9 Leute oder Zombies eben auf der Strecke lassen, ja, was will ich mehr? Ne? Andere brauchen dafür 3, 4 vielleicht, die nochmal hinterher schießen müssen. Diese braucht nur einen pro Bolzen und dann ist das Ding auf jeden Fall erledigt. Deswegen passt damit auf jeden Fall auf, wo er mit hinzielt und beim Üben eben immer auch. So, dann kann man natürlich dann auch sagen, hier, das hier muss ja nicht unbedingt der Release-Abzug sein. Für manche ist der ganz interessant. Der normale MP7 Rev kommt aber mit ganz normalen Abzug. Das heißt, der wird gespannt, das wird alles gehalten und erst wenn man schießen will, zieht man eben ab, ganz normal. Ja, und durch das Lifting hat es dann eben auch einen etwas leichteren Abzug als die normale Rev, weil die eben die Sehne etwas höher liegt. Das Schöne dabei ist, die Sehne wird jetzt auch gar nicht mehr behindert. Ne, man merkt es auch, die wird noch schneller, die schießt noch schneller, weil die Sehne ja nicht mehr über die Rail schrappt, sondern eben frei fliegt. Ne, und das ist natürlich dann nochmal gut für die Power. Ja, und was das Ding an Power hat, hat man ja gerade gesehen. Ja, dann noch zu den Bolzen. Also, man kann ja diese ganz normalen, die auch die Adder zum Beispiel nutzt, oder die Stinger, ne, die hat 17 mm Schnittbreite. Das sind die normalen Jagdbolzen. Ne? Wunderbar, halten sehr gut, gehen da durch wie nichts. Ne? Sind eben sehr dünn und haben eben 17 mm Schnittbreite. Wenn man die will, die gibt es glaube ich bei Bogensportwelt für 4 Euro, 4,50 Euro oder sowas ein Stück. Man braucht ja nicht sehr viele. So, und da kann man die natürlich nehmen, braucht man gar nichts dran machen. Oder man kann eben auch diese nehmen. Die gibt es dann bei mir. Ich baue die euch um. Und dann hat man eben 3 cm, also 30 mm breite Schnittbreiten. Mit doppelt so viel Schaden, logisch, ja, weil da eben viel mehr Schaden mit angefangen wird. Ja, und die will ich dann eben auch anbieten. Und da gibt es dann als 10er-Pack, weil man braucht eigentlich nicht mehr wie ein Magazin oder 20 Stück, wenn man einen haben möchte, kosten so 9 Euro das Stück. Und weil man nicht so viele braucht, ja, ist eine einmalige Sache. Und ansonsten nimmt man die ganz normalen Übungsbolzen, die haben ja keine Jagdspitzen, damit man es auch leichter ziehen kann. Ja, gibt es dann eben auch bei mir bei andys.solutions@web.de. Ne? Einfach dann melden und da gibt es alle Infos und Preis und was das hier kostet und all sowas gibt es da mit dabei.
Ja, und das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich und freue mich dann aufs nächste Mal. Denkt nicht vergessen, Abo und Like dazulassen, ist immer gut für den Algorithmus. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder mit der MP7 Supersonic Ref.